Willkommen zu Folge 14 von 1954 Alcatraz. Tja, ich wollte zu Vivian, oder? Zu Vivian wollte ich zu Vivian gehen. Ist das Radio, das Joe dir gegeben hat? Ja. Da klappert was drin. Ein Schlüssel. Was weißt du über diesen Schlüssel? Deine Initiale ist drauf. Er könnte etwas in einer meiner Wohnungen versteckt haben. Er war gerade dabei, eines meiner Apartments zu renovieren, als sie ihn schnappten. Die Cops verbieten mir immer noch, sie weiter zu vermieten. Wie lautet die Adresse? Dupont Street, über Joffleys Laden. Dupont Street? Ist das drüben in Chinatown? Ach stimmt, ihr nennt sie ja Grand Avenue. Die Hausnummer ist 1310. Das ist direkt hinter meinem Apartment. Und wir wissen, was das bedeutet. Abflug. Heißt das nämlich Ort freigeschaltet Grand Avenue. Dann schauen wir doch mal. Eieiei. Gucken wir mal auf die Uhr. Was sagt denn meine Real-Life-Uhr? Die sagt jetzt, es ist kurz vor 6. Also 10 vor 6. Ja, dafür, dass ich heute Morgen um, weiß nicht, 9 Uhr angefangen habe zu aufzunehmen und zwischendrin mal ein bisschen geschnitten. Ja. Aber gut. Und ich habe trotzdem nicht genug Folgen für nächste Woche. Wohin gehst du? Ich kann dich fahren. Geh zurück zu deiner Frau, Dale. Ich habe gerade den Wagen hier geklaut. Die Karre ist pink. Lass uns Gas geben. Ich will doch nur mit dir reden. Fängst du morgen nicht einen neuen Job an? Tu ich doch jeden Tag. Plant Joe einen Ausbruch? Wie kommst du darauf? Er ist doch schon aus Leavenworth abgehauen. Deshalb sitzt er doch jetzt in Alcatraz. Aber von da ist noch keiner entkommen. Wenn er zurückkommt, könnt ihr machen, was ihr wollt. Aber heute Nacht? Komm schon, ich weiß, dass du einsam bist. Ich fall nicht nochmal auf dich ein. Komm, lass uns nach Mexiko fahren. Da lassen wir uns dann beide scheiden. Netter Wagen. Warte, bis du ihn in Aktion siehst. Spring rein. Nein. Der Motor läuft. Dein Motor ist immer am Brummen. Du hast das Gesetz nicht gebrochen. Joe war's. Mach dich nicht so fertig. Genieß deinen Körper, solange du noch kannst. Ja. Ich hab Wichtigeres zu erledigen. Oh, du brichst mir das Herz, Muffin. Ich liebe dich. Du machst mich ganz verrückt, Baby. Machen wir es uns auf dem Rücksitz bequem, ja? Nein. Na dann eben hier auf der Straße. Ist mir ganz gleich. Es spielt keine Rolle, wo. Es wird nicht passieren. Ich hab auch Kondome mit. Schön für ihn. Ich will mir die Wohnung hier ansehen. Ich komm mit. Ich könnte ihn vielleicht wirklich gebrauchen, falls irgendwelche Schwierigkeiten auftauchen. Du kannst mitkommen und mir helfen, falls es Ärger gibt. Aber mehr nicht. Also, Finger weg. Okay, hab's geschnallt. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Gut, gut. Ob sie jemals die Sonne kannte? Chuck die Pflanze, ja, schön. Immer drauf. Hier kommt jede Hilfe zu spät. Werbung. Unnützer Kram. Werbung. Ach so, ja, hatten wir ja. Hier gibt's tonnenweise Schlösser. Ich höre pausenloses Tippen. Dum, 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 dum. Nee, das V steht scheinbar nicht für verdammt nützlich. Das klappt nicht. Hier gibt's tonnenweise Schlösser. Ich höre pausenloses Tippen. Ja. Hey, aufmachen. Eieiei. Ei, caramba. Alles in Ordnung? Ja, aber so wird das nichts. Ich könnte mein Glück mit dem Fenster versuchen, falls es dicht genug an der Feuertreppe ist.
schummrig. Ich könnte sie zerschlagen. Aber warum? Immer mit der Ruhe, Mann! Ich bin unbewaffnet. Keine Antwort. Aber ich höre jemanden tippen. Ich könnte mein Glück mit dem Fenster versuchen, falls es dicht genug an der Feuertreppe ist. Ich muss nur einen Weg finden, von meinem Apartment zum Dach des anderen Gebäudes zu kommen. Ja. Verdammt. Das wird nichts. Wonach suchst du? Das kann ich dir nicht sagen. Na gut. Du weißt ja, wo du mich finden kannst. Wir wissen ja schon, worauf das hinausläuft. Auf zu unserem Dach. Ach, die Katze. Ein weiterer Ausreißer. Ich weiß nie, wo er sich rumtreibt. Es klingt nicht mehr schön, seit Mickey dran rumgemacht hat. Darin verbirgt sich nichts Besonderes. Der Flyer für meine Poetry Party. Ja, wissen wir. Okay, danke. Hast du irgendwelche Tipps für mich? Ich habe ihn so gut ich konnte repariert. Das wäre reinste Jazzverschwendung. Ne, alles okay. Da ist er. Brauche ich nicht. Gut, auf zum Dach. Jetzt haben wir ja einen guten Grund, um über diese Bretter zu laufen. Die Planke da führt direkt zu den Apartments rüber, in denen Joe gearbeitet hat. Okay. Ach so. Nicht schießen. Ich bin ein Beatnik. Beweis es. Ich und Dale sind früher auf Güterzüge aufgesprungen. Ah, Dale, der Fahrer. Das war, bevor ich meinen Mann kennengelernt habe. Damals lebte ich noch mit meinen Cousinen in einem kleinen Haus in San Jose. Die Unschuld vom Lande. Sagt Joe auch immer. Bin noch nicht überzeugt, dass du wirklich Beat bist. Ich bin aus der Besserungsanstalt geflogen. Warum warst du in einer Besserungsanstalt? Hatte einige üble Stecher. Ich war mit einem Seemann zusammen. Wir haben Pontiac geklaut und eine Tour nach Santa Cruz gemacht. Meine Mutter hat uns bei den Bullen vergriffen. Ich hatte sowas wie einen Nervenzusammenbruch. Ich musste vor Gericht gegen den Dad meiner Cousinen aussagen. Aber sie haben ihn laufen lassen. Die Jury wurde sich nicht einig. Die Verwandten meines Dads waren echt nicht das, was man gute Menschen nennt. Meine Eltern haben ständig gestritten. Da bin ich immer tagelang weggeblieben. Streiten, trennen, versöhnen und wieder von vorn. Meine Mutter ist gestorben. Mein Vater, ich weiß nicht, wo der jetzt steckt. Und dann? Du hattest von Dale geredet. Ich weiß noch, wie ich Dale das erste Mal getroffen habe. Dale war Bremser bei der Southern Pacific. Ich habe Tickets verkauft. Sehr schön. Jedes Mal, wenn wir uns sahen, hatte er ein neues Gedicht in der Tasche. Du hast es geliebt. Ohne Knarre im Gesicht fällt mir das Reden leichter. Wir sind doch fast mit dem Kapitel fertig. Ich hatte noch nie jemanden wie ihn getroffen. Wir waren eine Weile zusammen. Und dann sagte er kennt da einen Typen in der Stadt, der mir gefallen könnte. Er wollte mich wahrscheinlich nur loswerden. Und er hatte recht.
Ich traf Joe und war im gleichen Moment Hals über Kopf verliebt. Erzähl mir von eurem ersten Treffen. Joe rief mich an. Details, ich brauche Details. Er. Er sagte, Dale hätte ihm meine Nummer gegeben. Und ich sagte, für ein Treffen mit dir würde ich sterben. Er bat mich, nach Baker Beach zu kommen. Bei der Brücke. Ich sagte ihm, du hast eine Stimme, in die ich mich verlieben könnte. Alles klar, nicht aufhören. Ich erinnere mich noch an den Moment, als ich ihn das erste Mal sah. Gib mir einen Eindruck. Er saß auf einer Bank, neben drei anderen Typen. Harte Jungs. Möwen in der Luft. Es sah aus, als hätten sie sich gestritten. Oder hätten sonst irgendwelche Schwierigkeiten. Joe legte den Kopf schräg. Wie ein Hund, der auf etwas wartet. Er wusste nicht, ob ich es bin. Die ganze Zeit wippte sein Bein ungeduldig auf und ab. In meiner Erinnerung ist er der Einzige, der im Licht saß. Alles lief auf ihn hinaus und ich dachte, hey, den musst du haben. Und Ende erstes Kapitel. Gut, gut. Coole Sache. Seit wie vielen Wochen tippt er schon? Und wie lange hat er schon nicht gebadet? Ich nehme mir mal so 300 Seiten. Okay. Und wir haben auch eine Errungenschaft gekriegt. Wir haben sogar noch mehr Errungenschaften gekriegt. Allerdings hatte ich, so wie für mich üblich, die Steam-Meldung ausgeschaltet. Dann kriegt man diese Information nicht. Meine Freundin nicht. Vom Buchladen würde dafür über Leichen gehen. Bestimmt würde sie eine Menge dafür hinblättern. Gut zu wissen. Sie sind leer. Aufputschmittel, um ihn wach zu halten. AM Plus. Davon habe ich noch nie was gehört. Auf unserer Flucht werde ich ganz viel lesen. Das hier wird doch schon lange nicht mehr gedruckt. Ich leihe es mir mal aus. Das ist das Buch, was... Darin ist ein Stempel von meinem Lieblingsbuchladen. Den Lower Dabs. Wahrscheinlich hat es jemand gestohlen. Okay. Zen-Koans und buddhistische Philosophie. Ich habe keine Zeit zum Lesen. Ein weiterer Grund, warum ich so hibbelig bin. Nicht schlecht für einen Hobbyschützen. Es ist nicht mehr viel von ihm übrig. Eine alte Remington? Ist seine Pistole nicht auch eine alte Remington? Wenn ich sie anfasse, wird er mich garantiert erschießen. Das muss Evan Camfield sein. Der berühmte Autor. Alle dachten, er wäre tot. Oder in Mexiko. Keine Bewegung. Was? Ich hab dir meine Lebensgeschichte erzählt. Und du traust mir noch immer nicht? Ich traue nur meinen eigenen Geschichten. Das ist der Kühlschrank meines Mannes. Wahrscheinlich. Dann weißt du wahrscheinlich auch die Losung. Losung? Joe sagte, ich soll nur Leute an den Kühlschrank lassen, die seine Losung kennen. Christine ist die wunderbarste Person, die ich je getroffen habe. Das hätte er wohl gerne als Losung genommen, schätze ich. Tut mir leid für dich. Finger weg von dem Kühlschrank oder das war's für dich. Ich brauch wohl Joes Losung. Yep. Darin ist ein Stempel von meinem Lieblingsbuchladen. Ja gut, das wissen wir. Danke. Meine Freundin pumpt. Bestimmt würde sie ein... Das behalte ich besser. Moonraker, tja. Kannst du gerade reden? Sicher. Spiel deine Harfe, Muse. Tja, ja. Gut, gut. Ich muss mal kurz unterbrechen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Da muss ich kurz schneiden, weil... Tja... Telefon. So ist das halt. Ich habe das Gefühl, es besteht ein Zusammenhang zwischen meinem Mann, diesem Kühlschrank und dir.
Was hat es mit dem Kühlschrank auf sich? Wer weiß? Ich schreibe nur und bewache seinen Inhalt. Hat er von seinem Überfall erzählt? Mir hat er nämlich überhaupt nichts davon erzählt. In Fragmenten. Er wollte eine Werkstatt eröffnen und brauchte Geld. Ich sagte, er sollte es lassen. Er würde sich nur unnötig binden. Kennst du meinen Mann? Nein, er hat viel erzählt, aber eine Menge für sich behalten. Vielleicht kennt ihn niemand. Wie oft war er hier? Oft. Meist nachdem er in der Gasse Autos repariert hat. Wir tranken, er erzählte, ich schrieb. Warum wusste ich davon nichts? Hast du mitgeschrieben, was Joe erzählt hat? Ja, steht alles am Anfang der Rolle. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich lesen will. Ja, ja. Der Sex macht mich manchmal fertig. Ich hoffe, sie bekommt nicht irgendwann einen Herzinfarkt. Wir müssen nur alleine sein und schon bespringen wir uns wie wilde Tiere. Wir sitzen im Café und ich sage irgendwas oder streiche ihr über den Arm. Und im nächsten Moment zerrt sie mich schon nach Hause. Manchmal schaffen wir es noch nicht einmal durch die Tür. Gott, erzähl ihm nur alles. Ja, schön. Ich lass dich erstmal vom Haken. Fürs Erste. Wegen meiner Geschichte. Ich gehe nach Mexiko. Billiges Bier, niedrige Mieten, warmes Wetter. Es gibt kein Problem, vor dem man nicht weglaufen kann, oder? Gut beobachtet. Fang ein Reisetagebuch an. Als hätte ich nicht schon genug zu tun. Letztes Jahr war ich rund um die Uhr betrunken. Sehr gut. Und weiter? Mein Mann sitzt in Alcatraz. Er wird 50 sein, wenn sie ihn rauslassen. Das ist alt. Unsere besten Jahre. Einfach weg. Ich glaube, wegen der Dinge, die in diesem Raum geschehen waren. In diesem Raum geschehen waren? Ich habe nur noch bis zum Ende des Monats, um mein Leben auf die Reihe zu bringen. Dann bin ich entweder tot oder wiedergeboren. Sehr schön. Wie wird die Geschichte ausgehen? Sprichst du irgendwelche Sprachen? Etwas Italienisch und irgendwie auch ein bisschen Kantonesisch. Es wird alles gut gehen. Haltet zusammen und ihr könnt überall auf der Welt glücklich werden. Sicher? Du bist der Erste, der glaubt, dass wir es schaffen. Genug von mir. Schauen wir mal. Lass uns mal zur Abwechslung von dir reden. Schreibst du alles mit, was ich dir sage? Ja, darf nicht schlafen, bis ich den Roman fertig habe. Wie lange bist du schon hier? Unwichtig. Das einzig Wichtige ist meine Arbeit. Ich brauche eine Million Wörter, nicht eins weniger. Wie bist du hierher gekommen? Bin da zu Hause, wo keiner wohnt. Joe brauchte einen Wachmann und ich brauchte Strom. Passt zusammen. Das Kapitel ist abgeschlossen. Machen wir weiter im Text. Bekomme ich ein Gedicht für mein Magazin? Nimm, was immer dich berührt. Warum hasst ihr Beat-Autoren Frauen so? Ich liebe Frauen, aber ihr taugt einfach nicht als Protagonisten. Ich habe genug gehört. Naja, bis später. Versuch niemanden zu erschießen. Und schreib mir ein bittersüßes Finale. Meine Lieblings-Jazz-Platte. Ich liebe den Pianisten. Das wäre reinste Jazz-Verschwendung. Ein Bild von Joe und Mia aus Grassys Akte. Sieht wie Fahndungsfotos von uns aus. Das haben wir an einem verregneten Wochenende auf Catalina gemacht. Catalina. Haben fast die ganze Zeit gestritten. Keine Bewegung. Joe sagte, ich soll nur Leute an den Kühlschrank lassen, die seine Losung kennen. Moonraker. Joe liebte das Buch. Ich fand, es war nur Gesabbel. Tut mir leid für dich. Finger weg von dem Kühlschrank oder das war's für dich. Ich brauch wohl Joes Losung. Yep. Na gut. Keine Bewegung. Joe sagte, ich soll nur Leute an den Kühlschrank lassen, die seine Losung kennen. Fidelio, Joe liebt Beethoven. Ich finde den alten Ludwig ziemlich überbewertet. Tut mir leid für dich. Finger weg von dem Kühlschrank oder das war's für dich. Ich brauch wohl Joes Losung. Yep. Wie auch immer ich da wieder drankommen soll.
Das wird jetzt eine Weile dauern. Dann gehen wir doch mal dahin. Das ist doch gut. Aber ich würde sagen... Tja, was wollte ich sagen? Ach ja, ich wollte sagen, die Folge ist hier an dieser Stelle zu Ende. Ich denke, wie es weitergeht, seht ihr und ich dann erst in Folge 15. Bis zum nächsten Mal.